die Grundstückspreise steigen und steigen und steigen. Allein im vorigen Jahr, also 2017, waren es im Schnitt 6% österreichweit, in Wien ein Vielfaches davon. Und ein Ende dieser Preisspirale ist nicht absehbar, denn Baugründe sind ein nicht vermehrbares Gut und damit werden sie automatisch immer teurer. Das kann man in Wahrheit gar nicht wirklich verhindern. Wie soll man da noch kostengünstige Wohnungen am Markt anbieten? Das geht wohl nur über Baukosten. Tatsächlich meint die österreichische Immobilienbranche und auch die Bauwirtschaft übrigens, dass man Baukosten bis zu 30%, also fast ein Drittel, einsparen könnte, wenn man Bauordnungen und diverseste Nebenverordnungen sinnvoller machen würde, nämlich so, wie sie den heutigen Anforderungen entspricht. Und letztlich natürlich ist auch das Verfahrensdauer und die Anforderungen an Bauverfahren ein Kostentreiber wie kaum woanders in Europa. Günstige Wohnungen, kein Problem, wenn denn die Politiker, die die Gesetze machen, dies zulassen würden. So einfach kann es sein. Das war Gerd Rodler, Fast Life aus dem Twin Tower.